Hi und willkommen zu diesem Beilagenvideo. Das hier ist meine Spicy Tzatziki, also eine Tzatziki, die ein bisschen Schärfe mitbringt. Und wie ihr die macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Spicy Tzatziki brauchen werde. Los geht es mit 500 Gramm Speisequark, der hier hat 40%. Dann habe ich hier Joghurt mit 3,5%, davon werde ich so 200 bis 300 Gramm brauchen. Hier ist eine Salatgurke. Knoblauch kommt mit dran, im Rezept stehen 5 bis 6 Zehen. Dadurch, dass ich jetzt hier diesen Knoblauch solo habe, diese riesen Zehen, reichen glaube ich zwei Stück mehr als aus. Dann habe ich hier eine rote Zwiebel, eine Paprika. Hier haben wir vier Chilis, die sind jetzt nicht übermäßig scharf. Das soll ja auch nicht so sein, dass wirklich danach einfach nur noch alles brennt, sondern es soll einfach nur so einen leichten Kick halt geben. Von daher sollte das von der Schärfe vollkommen ausreichend sein. Dann brauchen wir noch Salz, Olivenöl und Pfeffer. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir beginnen mit dem Einfachsten. Wir füllen jetzt erstmal die 500 Gramm Speisequark in eine Schale rein. Dann folgen 200 bis 300 Gramm Joghurt. Das hier sind jetzt 500 Gramm in dem Becher. Wenn ich also da die gute Hälfte nehme, sollte das genau richtig sein. Jetzt, wo ich den Joghurt und den Quark hier in der Schüssel habe, stelle ich die beiseite. Und wir kümmern uns als Nächstes um das Grünzeug, mit anderen Worten um die Gurke. Da schneide ich die Enden jeweils ab, schneide mir die in Drittel und schäle die jetzt erstmal. Dafür habe ich hier so einen Sparschäler, dass wir außen da die grüne Haut runterbekommen. Als Nächstes werden dann jetzt die Gurken halbiert und mit einem Teelöffel schabe ich das Kerngehäuse raus. Denn das Kerngehäuse beinhaltet ziemlich viel Wasser und Wasser ist der Tod eines jeden Tzatzikis. Wenn da zu viel Flüssigkeit drin ist, ist es einfach nicht so, wie es sein sollte. Jetzt habe ich hier eine relativ grobe Reibe und damit reibe ich jetzt die Gurke auf. Jetzt, wo die Gurke aufgerieben ist, ist da immer noch relativ viel Flüssigkeit drin. Das heißt, ich schnappe mir noch ein Sieb und drücke die übrig gebliebene Flüssigkeit da noch raus. Schaut mal, was hier jetzt auf dem Brett ist alleine, wäre schon zu viel, als dass es im Tzatziki landen darf. Den Rest drücke ich jetzt gerade raus. Wenn die Feuchtigkeit aus der Gurke weitestgehend rausgepresst ist, kommt jetzt die klein geraspelte Gurke mit zum Joghurt und zum Speisequark. Kümmern wir uns als Nächstes um den Knoblauch. Ich benutze hier Knoblauch solo. Noch nicht geschält sieht das Ganze so aus, geschält dann so. Und nur mal so zum Vergleich, das hier ist eine herkömmliche Knoblauchzehe. Ihr seht also, mit viel weniger Schälarbeit bekommt ihr viel mehr Knoblauch, was in diesem Fall wirklich hervorragend ist. Ja, also wie gesagt, ich benutze den sehr, sehr gerne und werde den pressen und nicht klein schneiden. Und dafür benutze ich hier diese Knoblauchpresse von Rösle. Das soll jetzt echt keine Werbung sein und ich kriege da auch kein Geld für, ja. Aber diese Knoblauchpresse ist der Hammer. Die habe ich bei Pitmaster X gesehen und das Ding funktioniert wirklich hervorragend, ohne dass er etwas an der Seite rausquetscht. Ich bin total begeistert von dem Teil. So, dann pressen wir den Knoblauch jetzt da rein. Und da bleibt wirklich nichts übrig. Wie gesagt, da quatscht nichts an der Seite raus. Das ist wirklich äußerst effektiv, das Teil. Knoblauch haben wir jetzt also mehr als genug da drin. Ich rühre den schon mal ein, damit sich da die Aromen so ein bisschen mit dem Quark und mit dem Joghurt verbinden können. Also ich verspreche euch, nach dem Tzatziki, eine Verabredung ist nicht die beste Idee. Kümmern wir uns als Nächstes um die rote Zwiebel. Ich habe die jetzt schon mal halbiert. Und dann schneiden wir die jetzt einfach in möglichst feine Stücke. Wenn die Zwiebel dann klein geschnitten ist, kommt sie mit zu unserem Tzatziki mit dazu. Dann habe ich hier als Nächstes die Paprika. Auch die werden wir jetzt klein schneiden. Wenn die Paprika dann klein geschnitten sind, kommen auch die mit zu dem Tzatziki dazu.
kümmern wir uns als nächstes um die Chilis und an dieser Stelle einen kleinen Gruß an meinen Zuschauer Kai Wessling. Von dem habe ich die Idee bzw. die Anregung zu diesem Spicy Tzatziki. Er macht das Ganze mit Habaneros. Ich versuche es jetzt aber so ein bisschen massentauglicher zu halten. Mit anderen Worten, wir haben Leute dabei, die Schärfe jetzt nicht unbedingt so gewohnt sind. Deswegen benutze ich hier diese Chilis. Die haben natürlich schon eine gewisse Schärfe, aber sind jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ihr danach keine Luft mehr bekommt. Da schneide ich jetzt also jeweils da die Enden ab. Dann halbiere ich die und kratze das Kerngehäuse. Das heißt also die Kerne und auch diese weißen Häutchen, denn das ist das, wo die Schärfe drin sitzt, hinaus. Und dann schneide ich da möglichst feine Halbringe draus und die kommen dann gleich so in das Tzatziki rein. Die Chilis sind klein geschnitten und kommen auch jetzt mit zum Tzatziki. Jetzt kommt da, sagen wir mal so, 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl noch mit dran. Eine gute Prise Salz. Sagen wir mal so, ein Esslöffel darf es ruhig sein. Und dann noch ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer. Das Ganze jetzt schön durchrühren und jetzt ist erstmal wieder Geduld gefragt, denn wie jeder gute Dip bzw. auch wie jeder gute Salat muss dieses Tzatziki mal mindestens über Nacht ziehen. Lässt sich also optimal, wenn ihr eine Party macht, am Vortag vorbereiten, dann habt ihr das auf jeden Fall schon mal aus den Füßen. Also Deckel drauf, ab damit in den Kühlschrank und dann sehen wir uns morgen zum Probieren wieder. Einen Tag später ist unsere Spicy Tzatziki jetzt schön durchgezogen. Oh, da kommt einem Duft entgegen, wenn man das Ding aufmacht, da die Schüssel. Holla die Waldfee. Ich glaube, das hier sollte zum Probieren schon reichen. Dazu jetzt einfach ein Brot oder eben als Beilage zum Fleisch ist der Knaller. Solltet ihr auf jeden Fall mal machen. So, da ist sie also, meine Spicy Tzatziki. Und jetzt wird probiert. Spicy trifft es sehr gut. Es ist eine angenehme Schärfe, eine durchaus spürbare Schärfe, also kindertauglich würde ich das jetzt nicht mehr nennen. Es ist aber nicht zu viel, also jetzt nicht so, wenn man da zig Habaneros reinpackt, dass man dann keine Luft mehr kriegt, sondern das ist genau richtig. Perfekter Dip eben zum Brot oder zum Fleisch, solltet ihr auf jeden Fall mal probieren und mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr und dienstags mit den Beilagen dann. Ja, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.